Hey ho und willkommen zu Fahrenheit. Wenn es euch gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und Kommentare sind natürlich immer gern gesehen. Nun viel Spaß. Minus 5 Grad Fahrenheit. Es wurde mit jedem Tag kälter. Die ganze Stadt schien von dem Schnee wie betäubt zu sein. Aber noch machte sich niemand Sorgen. Geh schon mal rein, Tyler. Ich frage erstmal Garrett, ob er schon was weiß. Ist mir recht. Bei dieser Kälte hier draußen kann ich eh nicht denken. Ah, ich habe schon gewartet, Carla. Also, was war hier los? Der Typ, der den Waschsalon führt, hat die Leichen heute Morgen gegen 5 Uhr gefunden, als er aufschließen wollte. Er kriegte die Tür nicht auf und spürte, dass sie von innen blockiert war. Er sah die beiden Leichen durchs Fenster und hat die Polizei gerufen. Was wissen wir über die Opfer? Der Mann hieß José López. Er arbeitete hier und sollte gestern Abend zuschließen. Die Frau hieß Anita Martinez. Sie kam regelmäßig hier ihre Wäsche waschen. Ob Kane was damit zu tun hat? Die Frau starb an 3 Stichen mitten in die Herzgegend. Und zwar an einem öffentlichen Ort und ohne offensichtliches Motiv. Und da fragst du dich noch? Danke, Garrett. Drei oder vier Stichwunden in der Herzgegend. Wie beim Restaurantopfer. Würde mich nicht wundern, wenn die Autopsie eine Durchtrennung der Arterien feststellt. Hast du das Blut hier gesehen? Ja, habe ich. Und was schließt du daraus? Dass der Mörder blutete, bevor er sein Opfer erstach. Genau wie im Toilettenraum des Restaurants. Ein Messer im Auge. Da muss der Tod wohl augenblicklich eintreten. Seltsam. Seine Handgelenke sind aufgeschlitzt. Sieht aus wie ein Symbol. Eine Schlange. Eine Schlange mit 2 Köpfen. Komisch. Wieso ist hier Blut? Hat er sich etwa hier die Arme aufgeschlitzt? Kane hinterließ auch Blut in der Toilette. Hat er sich vielleicht auch so zugerichtet? Das Messer hat den gleichen Griff wie die anderen Werkzeuge. Muss aus dem Werkzeugkasten stammen.
armes Ding. Sie wurde von vorne erstochen. Sie hat ihre Mörder noch im letzten Moment ins Auge gedrückt. Es tutet noch. Sie hatte wohl keine Zeit mehr zu wählen. Schade. Ein Zeuge wäre äußerst hilfreich gewesen. Das Messer steckt in seinem Auge. Das muss verdammt wehtun. Hast du gesehen, dass der Schlüssel steckte? Ja, habe ich gesehen. Es gibt keinen anderen Ausgang. Wie ist der Mörder rausgekommen? Völlig unlogisch. Die Wäsche der Toten. Sie hat wohl kaum geahnt, dass sie die nie wieder anziehen würde. Gehen wir. Ich habe genug gesehen. Was sollten wir hiervon halten? Hatte der Typ erst die Frau und dann sich selbst umgebracht? Das klang zwar absurd, aber eine andere Erklärung hatten wir nicht. Kane war wohl kaum in den Mord im Waschsalon verwickelt. Trotzdem musste es zwischen den beiden Morden eine Verbindung geben.